man, die Leitung wird geprüft. Ob das, bevor man Wasser reingibt, wird geprüft, die Leitung mit Druck. Ob das Druck aushält oder nicht, standhaft ist. Wenn ja, dann gibt man Wasser rein. Dann fließt Wasser. Ist dann Wasser, das fließende in die Leitung, in der Leitung fließende Wasser, ist das jetzt dann für diese Leitung ein Druckmittel oder was ist das? Hä? Was ist das? Es ist kein Druck mehr. Es ist ein Segen. Verstehst du, Ali Said? Es ist kein Druck. Druck ist nur Prüfung, ob du standhaft bist. Druck aushält. Und wenn du aushalten kannst, dann gibt man dir was, schenkt man dir was. Ein Lebensmittel. Ein Mittel zum Leben. Lebenselixier fließt dann durch. Dann kannst du weiter Segen schenken. Wenn du aber selber bist, Druck, der Druck aushalten kann. Keine Leitung bekommt ein Wasser in die Leitung. Kein Wasser fließt in der Leitung, ohne vorher Druck geprüft ist. Und das ist nicht um keine Gnade zu zeigen, das ist Gnade und Gottes Geschenk, diese Druckmittel. Druckprüfung. Dann kommt das Wasser rein und das ist dann Segen. Und dieses Wasser ist für diese Leitung kein Druck. Obwohl genau so reinfließt. Genau mit 5 Bar, 6 Bar, 10 Bar, 7 Bar, wie du aushalten kannst, kommt auch Wasser rein. Aber so ist das Wasser aber, das Fließen des Wassers, kein Druckmittel mehr für. Du fühlst mir keinen Druck mehr, weil du hast Druck ausgehalten. Wer Druck aushalten kann, für diese ist kein nichts mehr ein Druck. Wer Disziplin lernt, der ist TÜV geprüft, Druck geprüft. So. Und dann, wenn man das beherrscht, dann ist es keine Disziplin mehr. Das ist Selbstverständlichkeit. Das ist das Leben, die Lebensweise. Das wird dann zu deiner Lebensweise. Und das ist eine schöne Lebensweise. Verstanden? Ich hoffe. Fatiha.